herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Worum soll es heute gehen? Ja, erstmal frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid alle gut in das neue Jahr 2022 reingerutscht, habt euch zu Weihnachten reich beschenken lassen. Und ja, jetzt wollen wir durchstarten in dem Jahr 2022 auf YouTube, auf diesem Kanal. Erwarten euch sehr, sehr viele spannende Dinge. Ich habe es im letzten Video ja schon angekündigt. Aber heute erstmal ein, ja, wie soll man sagen, um smooth reinzukommen. Was habe ich mir heute für ein Thema ausgesucht? Ich wollte euch gerne an meinem Weihnachtsfest teilhaben lassen, beziehungsweise das, was das Christkind mir mitgebracht hat. Ich wollte erst ein eigenes Video darüber machen, allerdings gibt es zu diesem Thema so viele Videos auf YouTube. Da muss ich jetzt nicht der 135.222. sein, der da noch ein Video zu macht. Ihr werdet diese Sachen, die ich euch jetzt heute hier vorstelle, die ich mir gewünscht habe und sehr froh bin, dass ich es jetzt habe, in den nächsten Videos, nicht jetzt sofort in den nächsten, aber im Laufe des Jahres, wenn das Wetter wieder schön ist und ja, ich mich wieder auf Reisen begebe, dann werdet ihr diese Sachen wiederfinden, die ich dann nämlich benutzen möchte. Gut, fangen wir mal hiermit an. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, mit welchem Equipment ich hier diese Videos aufnehme. Die Kamera, die mich gerade filmt, ist die Sony ZV-E10, die ich mir mal irgendwann zugelegt habe, weil sie klein und kompakt ist und eigentlich, finde ich, ganz gute Bilder oder beziehungsweise Aufnahmen macht. Und ja, damit zu vloggen beziehungsweise sich selber zu filmen, ist immer ein bisschen schwierig. Dafür gibt es hier so ein, ja, Zusatzteil, nennt man es Stativ, ja, Bluetooth-Fernbedienung, eigentlich alles in einem. Das ist ein Teil, wo ihr hier, ich blende euch mal ein paar Bilder ein, wo ihr die Kamera hier oben drauf schraubt und dann euch quasi selber filmen könnt. Der Arm wird halt ein bisschen länger, ihr habt ein bisschen mehr was in der Hand und nicht so eine, die Kamera einfach so, wo ihr nicht wisst, wie ihr die halten sollt. Ihr könnt das Ganze hier so aufklappen, dann habt ihr das Ganze als Stativ. Das Schöne dabei ist auch, dass ich, wie gesagt, hiermit die Aufnahme jetzt theoretisch stoppen könnte oder wieder neu beginnen könnte. Ich kann in den Fotomodus umschalten. Also ich habe hier vorne Bedienelemente dran. Ich komme mal ein bisschen näher, falls ihr das mal aus der Nähe sehen wollt. Ja, Bedienelemente dran, um diese Kamera jetzt steuern zu können. Das ist ganz, ganz angenehm, dass ich mich erst hinsetzen kann, mich positionieren und dann quasi von hier aus die Aufnahme starten, nicht erst zur Kamera rennen. Auf Aufnahme drücken, wieder zum Platz zurück und so weiter. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das Ding hier habe ich mir gewünscht und bin sehr froh, dass ich es habe und werde es natürlich dann in den folgenden Videos jetzt auch immer benutzen, gerade wenn es nach draußen geht oder wie gesagt, so wie jetzt hier, dass ich da Aufnahme starten kann oder auch nicht. Ich kann ja mal gucken, ob ich hiermit zum Beispiel, kann ich mich jetzt ranzoomen. Das macht jetzt wenig Sinn, aber nur mal, um das zu zeigen, könnte ich hiermit die Kamera bedienen. Finde ich total cool und sehr froh, dass ich das bekommen habe. Und dann etwas, wo ich mich wirklich richtig drüber gefreut habe. Kennt ihr diese Geschenke? Also zu Weihnachten, man äußert einen Wunsch und weiß im Vorfeld schon, ja, das und das werde ich bekommen. Ich mache das nämlich immer so, dass ich bei meiner Frau zum Beispiel immer, wenn sie im Laufe des Jahres irgendetwas äußert, dann notiere ich mir das in meiner Notizen-App. Das hat den Charme, dass ich Ende November diese Liste aufmache und habe dann, keine Ahnung, 25 Auswahlmöglichkeiten von Dingen, wo sie selber gar nicht mehr weiß, dass sie das mal irgendwann erwähnt hat, wo ich aber weiß, dass sie die gut findet. Und dieses Jahr hat sich meine Frau ein Beispiel daran genommen und hat das genauso gemacht, hat mir mal irgendwann zugehört und hat sich gedacht, das besorge ich jetzt. Und das Besondere an diesem Geschenk ist, dass es halt eine Überraschung war und ich nicht im geringsten geahnt habe, worum es ging. Ich hatte, als ich das Paket gesehen habe, ich habe ein bisschen gespingst, gedacht, ich kriege eine Regenhose, weil da brauche ich auch noch eine neue. Aber nee, es war was anderes. Und zwar, ich zeige euch das mal. Ihr werdet das wahrscheinlich alle kennen. Zumindest, wenn ihr euch mit Fahrradtouren beschäftigt und ja, Videos auf YouTube mal geguckt habt. Weil das Ding gibt es A, schon ewig und 3 Jahre und B, gibt es, wie gesagt, auch schon 1000 Videos darüber. Aber jetzt bin ich selber ein stolzer Besitzer. Für alle, die es dann doch nicht kennen, ist das hier der Trangia. Was ist ein Trangia? Ich versuche das mal kurz aufzumachen. Entschuldigt dann jetzt bitte ein bisschen die Lautstärke. Zup. So, dieses Band hier muss dann einmal weg. Sicherungsband. So. Das Schöne an diesem Teil ist das Packmaß. Das ist relativ klein. Und ich zeige euch jetzt mal die einzelnen Komponenten. Wenn ihr mal einen Blick reinwerft,
In diesem Topf ist dann quasi alles drin. Was haben wir dabei? Einmal eine Zange. Das macht Sinn, weil, also es ist ein Kocher, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, den man, ja, ein Outdoor-Kocher im Prinzip, wo ihr mit braten könnt, mitkochen könnt, ja, euch einen Tee machen könnt, einen Kaffee, was auch immer. Und wie gesagt, diese Pfanne jetzt hier zum Beispiel, die wird natürlich heiß. Und damit man sich da nicht die Pfoten verbrennt, gibt es ja halt diese tolle Zange dabei. Und damit könnt ihr das dann ganz machen. Ich baue es mal einmal komplett auf und rede dann einmal drüber. So, der Tisch ist voll. Fangen wir mal chronologisch an. Das hier ist quasi der Boden. Ja, sieht so aus. Hat an der Seite Löcher. Hier und hier oben auch. Das macht dem Ganzen, ja, das macht es im Prinzip eigentlich aus, im Gegensatz zu anderen Outdoor-Kochern, weil durch den Wind, der jetzt durch die Löcher hindurch geht, wird die Flamme nicht ausgepustet, sondern noch sogar angeheizt sozusagen. Weil da kommt nämlich jetzt hier oben drauf dieser sogenannte Windschutz drauf. Den kann man dann verdrehen. Und jetzt ist das quasi ein Teil. Aber bevor ich den drauf mache, möchte ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar, wie wird dieser Kocher betrieben? Ihr habt auf der einen Seite, ich schraube das mal auf, die Möglichkeit, hier einen Spiritusbrenner einzuführen. Also das heißt, hier ist ein ganz normaler Behälter, wo ihr Spiritus einfüllt. Der wird dann hier in die Mitte eingelegt. Jetzt könnt ihr noch hier so einen Deckel drauf machen mit so einem Ring, der das Ganze dann verschließt, beziehungsweise damit könnt ihr dann die Flamme regulieren. Wenn ihr sagt, ja, das ist mir jetzt alles ein bisschen too much, also das ist mir zu heiß, dann könnt ihr halt diesen Ring so ein bisschen verschließen, dann kommt halt auch noch eine kleine Flamme raus. Ich denke, das ist selbsterklärend. Das Ganze kann man dann hier oben noch draufschrauben und setzt das dann hier ein. Oder aber, wenn ihr sagt, ich möchte gerne volle Pulle machen, dann nehmt ihr diesen Deckel hinterher und werft ihn einfach hier drauf und dadurch wird die Flamme erstickt. So, das heißt, hier kommt jetzt das Spirituszeug rein. Dann wird dieser Aufsatz hier drauf gesetzt. Wie gesagt, jetzt ist es ein Teil mit diesen Dingen in der Mitte, wo jetzt die ganze Zeit die Flamme hochkommen würde. So, dann habt ihr hier so Klammern, die zeige ich euch mal. Die kann man ein- und ausklappen. Warum? Weil wir hier, wir haben hier zwei verschiedene Töpfe, unterschiedlich groß. Kann man daran sehen, dass man sie ineinander stellen kann. Und dieser Topf wird jetzt einfach hier eingesetzt. Und da ist jetzt, keine Ahnung, was weiß ich, Wasser drin oder sonstiges. Oder halt euer Gargut. Und jetzt könnt ihr halt anfangen zu kochen. Relativ schnell aufgebaut und ja, in der Handhabung super. Ich habe ihn selber noch nicht ausprobiert. Ich freue mich auf den Tag 1. Da werdet ihr wahrscheinlich dann, denke ich mal, dabei sein. Das heute nur mal so, was das Ding können soll und ob es dann tatsächlich tut, werden wir dann sehen. Wobei ich natürlich, wie gesagt, schon ein paar Videos geguckt habe und ja, das Ding ist halt nicht umsonst seit, keine Ahnung, 1700 schlag mich tot auf dem Markt. Ich weiß es gar nicht genau, aber gefühlt schon eigentlich immer. Ist, glaube ich mal, für das schwedische Militär entwickelt worden. Also leicht, total easy aufzubauen und richtig gut halt. So, jetzt habe ich ja gerade gesagt, wir haben hier noch diese Pfanne. Die könnte ich jetzt hier oben drauflegen, würde aber keinen Sinn machen, weil dann würde diese Pfanne ja die Luftzufuhr von oben verschließen und wahrscheinlich die Flamme, die da unten drin ist, ersticken. Dafür kommen jetzt wieder diese Nupsis, die ich gerade erwähnt habe, diese Klammern ins Spiel. Und da könnt ihr jetzt, wenn ich die hochklappe, die Pfanne oben draufsetzen und habt jetzt hier quasi so einen Lufteinlass. Und könnt jetzt hier, keine Ahnung, Fleisch braten. Wenn ihr Vegetarier seid, könnt ihr da, ich hätte beinahe Obst gesagt, könnt ihr da Gemüse reinschmeißen, was auch immer. Was ihr halt so kochen wollt. Das ist eine Möglichkeit. Und wie gesagt, wenn es heiß ist, nimmt man es mit dieser Zange halt wieder runter. Was ich total cool finde, ist dieser Kollege hier. Das ist ein ganz normaler Kessel. Was heißt ganz normal? Ist halt ein Kessel, der dabei war. Und da könnt ihr euch euren Tee, euren Kaffee, was immer ihr auch heiß machen möchtet, wird einfach hier reingestellt, wird warm, heiß. Und dann könnt ihr mit heißem Wasser, keine Ahnung, euer Lieblingsgetränk halt machen. Finde ich total spannend. Und das Coole ist, dass das so voluminös eigentlich ist. Ihr habt so viele Sachen dabei und trotzdem ein absolut kleines Packmaß. Ihr habt ja gerade gesehen, das ist ja im Prinzip nur so ein kleines Teil. So, dann gehen wir mal weiter. Und zwar, das Teil hier habe ich mir extra gekauft. Das ist so ein Schneidebrett.
Das war halt nicht dabei, das muss man extra kaufen, hat aber den riesen Vorteil, hier sind Löcher drin. Also zum einen könnt ihr hier ganz normal schneiden, wie ihr es vom Schneidebrett halt kennt. Hier sind jetzt halt Löcher drin und wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier irgendeinen Topf haben, wo Wasser drin ist, ich nehme es mal mit der Zange, damit es auch ein bisschen authentisch wird, könnt ihr das ganz normal hier draufsetzen und dann, ich würde es halt ein bisschen festhalten, das heiße Wasser hier über diese Löcher abschütten. Wenn ihr zum Beispiel Nudeln kocht, als Beispiel, ne, dann schüttet ihr hier das Wasser ab. Das Ding hält auch relativ gut, also fällt sogar so nicht ab, aber ich würde es trotzdem immer festhalten. Abschütten und dann habt ihr hier eure fertigen Nudeln, euer Gericht nach Wahl, was auch immer. Ja, das habe ich mir dazu geholt, weil ich das für sehr sinnvoll betrachtet habe. Und ja, war jetzt auch nicht so super teuer, aber ich wollte es halt unbedingt haben, weil das gehört halt mit dazu. So, dann eine Alternative habe ich mir noch zugelegt, weil das ist, wie gesagt, ein Spiritusbrenner. Nachteil von Spiritus ist, das Ding rußt natürlich wie Sau. Ich meine, das ist jetzt ein Outdoor-Koch-Set. Das heißt, wie das im Endeffekt dann aussieht später mal, ist eigentlich zweitrangig. Ich meine, so ein Ding wird gebraucht und dann ist das gut und ja. Aber ich hätte gerne eine Alternative gehabt, nämlich den Umstieg auf Gas. Und das habe ich mir dann noch nachträglich zugelegt. Das ist jetzt hier in dieser Tüte, damit ich das rausbekomme. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Einsatz. So, ich habe es nochmal auseinandergebaut. Nichts anderes als ein Einsatz. Hier muss irgendwo ein Loch sein. Ja. So, das ist im Prinzip nichts anderes als ein Einsatz, der hier reingeklipst wird. Und jetzt habe ich halt keinen Spirituskocher mehr, sondern hier ist dann der Aufsatz für die Gasflasche. Da wird halt eine Gasflasche dran geschraubt. Ich kann das Ding hier aufdrehen, kann hiermit regulieren und hier die Flamme, da kommt jetzt halt, ja, wird halt mit Gas betrieben und nicht mehr mit Spiritus. So, das heißt, das Ding kommt dann einfach wieder da drauf und fertig ist die Laube. Habe ich mir so als Alternative dazu geholt. Was ich jetzt allerdings benutze, weiß ich noch nicht. Da war eine Flasche dabei. Ich weiß gar nicht, ob meine Frau mir die extra gekauft hat oder ob die mit dabei war. Kann ich nicht beurteilen. Allerdings, ich bin froh, dass ich sie habe. Denn wenn ich mich für Spiritus entscheide, dann kann ich in dieser Flasche das Ganze transportieren. Da passen, ja, ein ganzer Liter passt da rein. Der Vorteil ist, das Ding ist komplett versiegelt, also verschlossen. Da kann euch nichts auslaufen. Und wenn man es dann braucht, drückt man einfach, beziehungsweise dreht es hier oben halt einfach auf. Und hier sind zwei Auslässe. Das eine ist für die Luft, das andere ist, um das flüssige Zeug da rauszuholen. Das heißt, ich drücke einmal hier einfach hier drauf. Ich komme mal ein bisschen näher, damit man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Woraus ich jetzt schütte, ist im Prinzip egal. Wenn ich es jetzt so rumhalte und drücke hier drauf, dann läuft es halt hier raus. Und damit es läuft, ist hier oben halt Luft da, damit ihr nicht Vakuum zieht, damit das einfach besser rausläuft. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So, danach einfach wieder komplett verschließen. Also das kommt dann hier in diesen Spiritusbrenner, würde ich das dann einfüllen, anzünden und glücklich sein. Apropos anzünden. Ja, wo fange ich da an? Wo höre ich da auf? Natürlich könnt ihr das ganz klassisch mit dem Feuerzeug anzünden. Jetzt habe ich nur ein Problem, ich bin kein Raucher. Dementsprechend habe ich bei meinem Glück wahrscheinlich, und in meinem Bekanntenkreis raucht eigentlich fast so gut wie keiner mehr, hat niemand ein Feuerzeug dabei. Und damit ich dann nicht da stehe, habe alles mitgeschleppt, will aufbauen, anfangen zu kochen und na, wie das halt so ist, kein Feuerzeug, habe ich etwas, was man immer dabei packen kann, ohne Gefahr zu laufen, dass sich das irgendwie selbst entzündet. Und zwar habe ich mir dieses Teil hier geholt, The Legend. Ja, ich muss es immer übertreiben, wenn ich mir Dinge dazu hole, genauso auch hier. Ups, falsche Seite. Einmal kurz hier aufmachen. Für alle, die es nicht kennen, was ist The Legend? Sieht spektakulär aus, ist aber nichts anderes als Feuerstahl. Und zwar nicht so ein kleiner, der nach, was weiß ich, wie oft halt Gebrauch nicht mehr funktioniert. Das Ding hier ist, glaube ich, für die Ewigkeit gebaut. Der ist fingerdick, ach, noch nicht mal kleiner Finger, muss ich schon meinen Mittelfinger nehmen, ist in etwa genauso dick. Was kann das Ding? Ich versuche es mal vorzumachen. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann. Ich möchte jetzt ungerne gehört? Ungerne da irgendwelche Brandlöcher reinmachen. Das Ding fabriziert eigentlich nur Funken. Ups. Nicht, dass hier gleich die Bude abfackelt. Ja, das Ding wird halt hier dran gehalten, dann einmal kurz drüber gerieben und durch die Funken
kann ich das Gas entzünden oder auch den Spiritus, je nachdem, was ich gerade halt in der Verwendung habe. Und habe so quasi mein Feuerzeug immer dabei, ohne Gefahr zu laufen, dass mir das irgendwie die Bude abfackeln kann. Ja, das fand ich total geil, das Ding. Gibt es auch in kleinen, in 1000 verschiedenen Größen. Da gibt es auch wieder eigene Philosophien drüber, welcher Feuerstahl der beste ist. Ich bin jetzt kein Outdoor-Mensch, der irgendwie mitten im Wald übernachten möchte und mit Birkenrinde irgendwelche Feuer entzünden. Deswegen habe ich mich da nicht ganz so tief in die Materie eingelesen. Ich wollte einfach nur ein Teil haben, was Funken machen kann und was relativ lange hält. Deswegen ist es halt jetzt The Legend geworden. Das Ganze könnt ihr auch noch mit einem Messer machen. Ich habe mir dann extra noch ein Messer besorgt. Fairerweise muss ich dazu sagen, natürlich nur für diese Geschichte. Ne? Also dann, ich muss ja auch mein Gargut und sowas alles schneiden. Dementsprechend habe ich das halt dabei. Also ihr könnt das auch mit dem Rücken hier von dem Messer machen. Zack, Funken, habt alles dabei. Also das Ding, ja, es funktioniert halt immer. Das kommt alles als eine ganze Einheit verpackt gleich wieder zusammen. Es ist alles dabei, was man braucht. Das klappen wir mal wieder zu. Bin ich so der Freund von Messern. Und ja, das ist im Prinzip das, was ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und ich kann es eigentlich kaum erwarten, den ersten Tag rauszufahren und sei es nur, dass ich mir eine Dose Ravioli warm mache. Ich will das Teil einfach unbedingt ausprobieren. Wie oft hatten wir das schon, dass wir auf Touren waren und gerade zu Corona, dann war hier alles nicht offen, dann war da was nicht, war halt geschlossen und wir dann echt schon Probleme hatten, überhaupt irgendwas zu essen zu bekommen. Und jetzt, ja, das kommt in die Seitentasche rein, da kommt dann, keine Ahnung, was wir halt so machen wollen, sei es nur Nudeln oder was auch immer, Nudeln mit Pesto, das liebe ich, wird mitgenommen und dann können wir uns da, wo wir Bock haben, uns eine Bank suchen, das Ding eben schnell anschmeißen und lecker zusammen speisen. Da habe ich schon die ganze Zeit drauf mit geliebäugelt. Ja, und jetzt hat meine Frau mir dieses ganze Set geschenkt und ich bin mega glücklich darüber. Wie gesagt, ich kann es kaum erwarten, das auszuprobieren. Dafür muss allerdings das Wetter ein bisschen besser werden. Ich hatte jetzt noch oder habe noch diese Woche Urlaub und hatte gehofft, jetzt mal ein paar Tage wieder mit dem Fahrrad rausfahren zu können. Aber es ist wirklich nur am Regnen. Und ja, das macht dann auch keinen Spaß, sich den ganzen Tag nur im Regen aufzuhalten. Und wenn ich Regen sage, teilweise gestern habe ich gedacht, die Welt geht unter. Das hat geschüttet. Ja, aber ist halt blöd. Ne? Ich hatte mir ein bisschen besseres Wetter erhofft. Aber sei es drum, es ist halt so, wie es ist. Das Schöne, nach Regen kommt irgendwann auch wieder Sonnenschein. Und wenn der da ist, werde ich auf dem Fahrrad sitzen und die Welt erkunden. Und jetzt halt mit diesem Trangia-Set, wo ich mich wirklich richtig drüber freue. Ja, daran wollte ich euch teilhaben lassen. Wie gesagt, so ein bisschen locker flockig aus der Hüfte raus ins neue Jahr starten, was so die Themen angeht. Ich habe euch ja letztes Jahr versprochen, es wird 2 neue Themenfelder geben. Das sind mittlerweile 3 Themenfelder geworden. Also 3 Dinge, die ich euch zeigen möchte, die großartig sind. Also wo ich selber richtig Spaß dran habe und das hoffe ich wird jetzt zeitnah passieren. Das sollte diese Woche halt alles erledigt werden, dass ich das Video in meinem Urlaub noch fertig machen kann. Ja, und ich hoffe, ihr seid dabei. Heute mal kurz, knapp und knackig. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Guten Rutsch hatte ich euch ja, beziehungsweise frohes Neues hatte ich euch ja schon gewünscht. Ja, ich freue mich auf dieses Jahr. Das wird sehr spannend und es werden eine Menge Videos folgen. Wer das nicht verpassen möchte, obligatorisch natürlich den Abonnieren-Button drücken. Und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann einen Daumen nach oben. Daran kann ich dann erkennen, dass euch das Video gefällt, beziehungsweise die Themen euch interessieren. Und wenn ihr mögt, dann gerne unten in die Kommentare einen kurzen Gruß dalassen, irgendwas reinschreiben, was euch gerade auf der Seele brennt. Ja, vielleicht auch Themenwünsche. Das Jahr ist lang und ja. Wenn ihr euch irgendwelche Sachen interessieren, die ihr gerne mal sehen möchtet oder wo sich ein Video drüber zu machen lohnt, dann sagt mir einfach Bescheid. Dann gucke ich mir das an und nehme es eventuell auf. Gut, so, das soll es heute schon gewesen sein. Wie gesagt, ich werde jetzt kein eigenes Video über den Trangia machen. Da gibt es im Internet genug Videos. Guckt einfach mal nach, wenn euch das Thema interessiert. Und bei den nächsten Touren werden wir ihn halt verwenden und dann seid ihr darauf vorbereitet. Gut, das soll es heute gewesen sein. Wie gesagt, bleibt gesund. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.